Na, hätte gar nicht erwartet, dass ihr schon wieder in meiner Abo-Box rumlungert. Das trifft mich wirklich. Aber wo ihr schon mal hier seid, könnt ihr ja auch gleich mal aufräumen. Hä, warum jetzt auf einmal nicht? Ding ist, je breiter ich werde, desto weniger muss ich im Hintergrund aufräumen, weil desto weniger sieht man auf. Lustig, sehr, wirklich lustig. War so lustig, es hat mich umgebracht. Mal einige Male gestorben vom Ding her so. Jedenfalls muss ich euch an dieser Stelle leider verkünden, dass das hier das Ende ist. Für das Intro. Denn ich möchte jetzt hier unbedingt schnellstens Midnight Made Night spielen. Wow, das klingt wie ein verdammter Madonna-Song. Aber es ist ein neues Game von dem Entwickler von The Man from the Window und diesen anderen, woran ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Mit diesen witzigen, thicken Tiercharakteren. Ihr wisst schon. Der Typ ist einfach aus dem Nichts aufgetaucht und macht eine Menge cooler Spiele, eins nach dem anderen. Und ich will jetzt auch gerne das hier auschecken. Würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wünsche euch natürlich wie immer sehr viel Spaß. Ja. Also ich weiß nur, es geht um so eine Art Cleaning Service, der irgendwie mitten in der Nacht Häuser aufräumt, weil wir sind in einem Horror-Game, okay? Wann auch sonst, wenn wir mal ehrlich sind. So, Naomi Schätzchen sagt, okay, aber jetzt mal im Ernst. Das macht alles total Sinn. In eurer Welt mit Sicherheit. Als erstes ersetzt du ein einziges Brett von einem Schiff und dann ein anderes. Und dann machst du so weiter, bis das ganze Schiff ersetzt worden ist. Nichts von dem Originalschiff ist noch übrig. Und dann fragst du dich, ist es immer noch das gleiche Schiff? Und wenn nicht, wann hat es aufgehört, das Schiff zu sein? Junge, Alter, mein Gehirn ist noch nicht runzlig genug heute, um mit solchen philosophischen Fragen hier einzusteigen. Können wir erstmal was Leichtes machen? So ein Herzinfarkt durch Jumpscare oder irgendwie sowas, was die Sinne ein bisschen erweckt? Oh mein Gott! Das hat mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischt. Ruth, ich bin sicher, du hast eine entzückende Persönlichkeit, aber bitte guck nie in den Spiegel. Wäre es nicht einfacher, einfach ein neues Schiff zu bauen, statt dadurch, statt dieses ganze andere Zeug? Du und deine verschissene Weisheit, weißt du, lass mal stecken. Ruth, das ist nicht der Punkt. Es ist ein Gedankenexperiment. Mann, wenn du mich fragst, müsste Theseus, dem das Schiff gehört, der hat auch einfach zu viel Zeit und zu viel Geld, einfach aufhören, so viel drüber nachzudenken und verhindern, dass das Schiff auseinandergenommen wird. Wir mögen Ruth. Vielleicht geht's darum bei all dem. Werd einfach nicht abgelenkt bei so dummen kleinen Details. Vielleicht hat sie sogar recht. Oh Junge, ey, bei den Games lernst du sogar noch was. Ich glaub ja wohl. Okay, ich glaube, wir verlieren hier gerade, worum es geht. Warte mal, mein Telefon klingelt. Shoot! Was ist los? Unser 2-Uhr-Schicht oder unser Auftrag ist gerade gecancelt worden. Warum? Okay, ich lese dir die Nachricht mal vor. Jedenfalls, wir müssen den Termin canceln. Der Besitzer hat's rausgefunden, ist nicht glücklich? Ich will mein Haus unordentlich! Da kommen wir schon wieder zu dem Punkt, Leute. Ich bin dieser Besitzer. Die wollen eigentlich bei mir klingeln. Und ich will nicht, dass Ruth bei mir klingelt. Sie sagt, dass sie lieber selber aufräumt. Das ist gruselig, ich geb's zu. Okay, aber das war unser letzter Termin für den ganzen Monat, ha? Huh? Warte mal, das ist eine Sache, die wir noch tun können. Nein, wir machen das Ding nicht. Wir müssen hier irgendwas erledigen. Wenn wir noch einen, wenn uns noch eine Zahlung entgeht, dann werden wir uns den Van wegnehmen. Und dann, ja, müssen sie den Job quasi hinschmeißen, Midnight Mates. Okay. Ich weiß nicht, ich will keinen neuen Karriereweg einschlagen. Willst du es dein ganzes Leben lang machen? What? I mean, so Leute muss es geben, scheinbar, ne? Ruth, du bringst mich um. Echt schwer. Jetzt, come on. Wir müssen nicht mal den Ort sauber machen. Einfach nur ein paar Boxen hin und her schieben und sie abladen danach. Wir werden weg sein, bevor er es mitkriegt. Okay, let's go. Das ist die Naomi, die ich kenne. Die fahren jetzt also doch zu dem Haus und der Besitzer darf es aber nicht mitkriegen. Und wer bezahlt die denn? Der Auftraggeber, der sich hinwegsetzt über den Besitzer oder wie? I don't know. Oh mein Gott! Was ist denn mit ihr? Ich dachte, okay, ich fahre jetzt ganz casual mit einer thicken Ameise hier durch die Gegend, aber nee, sie ist einfach auch
hat äußerst ausladende Persönlichkeitsmerkmale, ich verstehe schon. Okay, ich krieg schon irgendwie Bad Vibes von diesem Ort, Mann. Ja, es gefällt mir auch alles nicht. Gibt es nicht in irgendeiner Kultur so ein Vogelding, was Häuser aufräumt? Das fällt mir gerade ein. War das, aber wo ist denn das her? Wie heißt denn das? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich hab sowas schon mal gehört. Vielleicht ist es ein kleines Easter Egg. Okay, je eher wir anfangen, desto eher können wir hier raus. Ja, es ist nur... Es ist vor allem keine Ameise. Er hat Flügel. Was sind die Flügel der Ameise? Deine Mutter. Okay, was steht auf der Agenda? Lass mich nachsehen. Da ist ein Hausplan, der liegt da am Tresen. Eine kleine Karte. Ja, hey, habt ihr das nicht im Flur? Das Ding wurde verkauft. Oh, okay. Verdammt, das wird alles versteigert? Ja, wir haben ein Umzugsunternehmen beauftragt. Aber sie sind, unglücklicherweise haben sie den Ort verlassen, ein paar Stunden. Als sie ein paar Stunden an der Arbeit waren. Irgendwas hat sie gespukt. Na, zum Glück bin ich jetzt hier, um die Sachen zu übernehmen. Mich kriegst du nicht so schnell klein. Okay, wir können den vorigen Besitzer nicht erreichen. Also müssen sie den Job weitermachen. Au! Oder das ist jetzt doch ein anderes Haus. Okay, ich verstehe. Und die wollen das nicht weitermachen, weil sie schon von vornherein ein schlechtes Gefühl hatten. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall müssen wir, was auch immer auf der Liste ist, alles einpacken und drop off at my place. Wo ist denn my place? Okay, you have more empty boxes than you need to use. Okay, ich muss die nicht alle voll machen, ich habe mehr davon. Alles klar. Scheint einfach zu sein. Ich pack mal die Dinger ein. Jäger. Okay, also ich nehme mir hier... Junge, mit vier Armen ist das natürlich echt eine geile Sache. Was müssen wir denn alles einpacken? Okay, hier sind ein paar Anweisungen für diesen Raum. Die Bücher einpacken, die alten Briefe und die Papiere. Okay, ich muss immer mit ihr reden. Okay. Ich muss es hier alles anklicken. Warum? Warum wohnen die hier alle in einer separaten Mietswohnung? Das ist doch mal so ein Mehrfamilienbriefhaus. Okay, gut. Die Boxen sind da mit Sicherheit auch irgendwann voll, oder? Ich hoffe, ich bin auch irgendwann voll. Die Bücher? So. Diese Papiere? Das hier? Hier ist die Karte. Kann ich wahrscheinlich nicht einpacken. Habe ich mir fast gedacht. Hier ist noch ein Buch. Ich glaube, that's it, oder? Some instructions. Pack up the books. Pack up the old letters. All the papers. Okay, Moment mal. Was ist denn hier? Was ist das? Digga, ich bin lang genug Gamer, um das merkwürdig zu finden. Da ist irgendwas hinter der Wand. Bin mir noch nicht sicher, was. Hey, Naomi? Ja? Warum liegen hier Türen? Ach, das sind Türen? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Tresen. Der neue Besitzer ist allergisch auf Bronze? Was? Eine Bronzeallergie? Wie merkwürdig. Verstehe. Also eigentlich verstehe ich nichts. Ich kann es nur akzeptieren. Gut. Na dann? Und soll ich die jetzt in den Van schaffen oder so? Scheinbar schon. The boxes aren't full. Ach, bloß wenn die voll sind. Okay, verstehe. Aber, soll ich jetzt jeden Raum? Nee, ich muss einen Raum nach dem anderen machen. Aber, wo sind noch Sachen zum Einpacken? Oh, warte mal. Hier ist noch ein Buch. Oh, okay, wow. Gut. Um diesen Raum haben wir uns gekümmert. Jetzt muss ich die zum Van bringen. Ja, klar. Ich warte hier. Schön, dass du dich auch beteiligst. Jeder braucht eine Naomi in seinem Leben, nicht wahr? So. Die anderen Boxen sind noch nicht voll. Das heißt, ich kann mir eine neue nehmen. Hi, Dude. Seine Arme machen mir Konkurrenz. Hey, Ruth. Du hast mir nicht gesagt, dass der alte Besitzer hier sein würde. Er hat mich fast zu Tode erschreckt. Tut mir leid, dass ich Ihnen Angst gemacht habe, Madam. Wir wissen noch nicht, wie er heißt. Also, so ein bisschen, keine Ahnung, hat irgendwie was von Dalukart. Ja, ich habe eine Frage, die ich fragen muss. Ihre Kleidung sagt, dass Sie hier sind für Arbeit. Sagen Sie mir, ist irgendwas passiert? Mein Freund und ich wurden beauftragt,
die Sachen hier wegzuräumen, bevor der neue Besitzer kommt. Der neue Besitzer? Okay, dann haben wir das Eigentum hier wirklich verloren. Ich sollte das wissen. Apo, bist du's? Okay. Egal. Sie sollten morgen früh wiederkommen. Das wird hier sehr, 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 sehr merkwürdig um diese Uhrzeit. Morgen? Nein, nein, das können wir nicht machen. Wir sind Midnight Mates, Alter. Der hat das Kleingedruckte nicht gelesen. Der hat nicht mal die Überschrift gelesen. I'm nocturnal. Okay, die können nur nachts arbeiten. Verstehe, verstehe, verstehe. Ach, da gibt's eine Erklärung. Ach so. Weil die nachtaktiv sind die Tiere dann auch, oder was? Das macht natürlich Sinn. Boah, das ist smart. Okay, ich verstehe. Wir müssen das heute erledigen, sonst werden wir nicht bezahlt. Okay, wer war denn der Auftraggeber dann? Der neue Besitzer? Okay, Sie müssen ein Auge werfen auf meinen Vater, während Sie hier arbeiten. Das ist wahrscheinlich ein Versteck da hinten in der Ecke gewesen, oder? Alles klar. Ja, schlecht geworden, Dämonen und so ein Scheiß. The lights in this mansion tend to react the energy. Okay, ich muss auf die Kerzen achten. Die zeigen uns, wann er kommt und wann nicht. Wenn sie blau leuchten, dann ist er auf dem Weg. Und dann? Sollen wir uns da verstecken? Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Okay, krass. Alles klar, die haben das wahrscheinlich in jedem Raum. Ich hoffe es zumindest mal. Alles klar. Okay, ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass es nicht so schlimm ist, wie man sagt. Aber er ist es. Gibt er uns den Hausarrest, wenn er uns erwischt oder so? Okay, alles klar. Ich tue so, als ob ich nicht hier wäre. Ich fühle mich überhaupt nicht okay mit dem allen. Ja, komm, wir machen das jetzt. Ja, wir müssen die Rechnung bezahlen. Wir haben keine Wahl, Alter. Das ist gut, das ist gut. Alles klar. Gut, ich muss auf die Kerzen achten. Wenn die blau leuchten, dann muss ich mich auf jeden Fall da verpieseln. Warte mal, geht das? Okay, die gehen automatisch rein, beide. Oh, das dauert auch eine Weile, ne? Okay, interessant. Da darfst du aber nicht deinen kleinen Zeh dazwischen haben, du. Das muss ich ja mal sagen. Oh Gott! Wohnen die in den Backrooms, oder was? Oh, ich habe jetzt zum Glück überall... Oh nein. Oh nein. Was muss man hier einsammeln? Was geht ab? Check Room Status. Dekorative Pflanzen, die Vase, die Bilder. Alles klar. Ist hier was? Oh, hier ist kein Geheimversteck. Oh, da hinten ist es. Okay, mit den Kratzern. Sehr gut. Ich sollte, bevor ich den... Die Bilder sind ja auch strange. Bevor ich den Raum absuche, immer drauf achten, wo das nächste Versteck ist. So. Dekorative Pflanzen habe ich jetzt nicht gesehen. Wie sieht's denn hier aus? Room Status? Okay, wir haben alles. Nice. Okay, der Raum ist clean. Hier kann man die Kerzen auch gut sehen. Hier ist ein Badezimmer. Oh mein Gott! Wie weit ist das hier alles? Ah! Was denn? Eine Sammlung alter Bücher, die... in diesem Haus sind, gesammelt über Generationen. So viel Wissen. Aber irgendwie sind wir nicht clever genug, uns selbst zu schützen. Digga, der Typ, yo. Der Typ, Alter. Okay. Das wird der Endgegner, ich sag's euch. Oh, müssen wir hier alle Bücher einsammeln? Nein! Hör auf! Oh, blau! Blau! Naomi, komm! Oh, kommt jetzt! Oh. Oho. Und jetzt ist er weg? Junge, ich mag das Konzept. Das ist irgendwie cool. Ich weiß nicht, der macht immer so nice Konzepte. So, das sind halt keine linearen Spiele. Und das gefällt mir eigentlich immer sehr. Weil es ist halt mal was anderes, wisst ihr? Oh, mit dem Raum hier werde ich eine Weile beschäftigt sein. Kannst du noch, Ruth? Oder sind die Boxen gleich voll? Oh Mann. Hier auch was? Die Kerze? For real? Junge, wir können
Zeug einladen hier. Na, Mist, ich kann nicht mehr tragen. Ich hab's gerade gesagt. Okay, ich muss die Boxen in den Van schaffen. Ja, ja, ist doch gut. Ist doch gut, beruhige dich. Wir kriegen das schon hin. Oh nein, wenn das jetzt auf dem Weg passiert, ne? Hier lang. Oh Gott. Oh Gott, ich hab irgendwie... Wait, ich hab irgendwie Angst. Hier geht's raus, ne? Hier war das Wohnzimmer. Uff, man darf sich natürlich auch nicht verlaufen. Wir haben auch ein Zeitlimit, glaube ich. Oh oh. Man kann hier immer noch die Kerzen sehen. Wo geht denn der Vater denn immer hin? Okay, ich habe sie abgestellt. Nehme neue Boxen. Sehr gut. Und gehe wieder gleich an... Die Arbeit, der Typ kommt wieder. Was ist denn immer mit ihm? Okay, ihr seid hier ziemlich energisch, was das angeht, ne? Die anderen sind jetzt schon weggerannt. Das ist unsere Spezialität, Häuser aufzuräumen. Aber manchmal müssen wir auch andere Jobs machen. Geh nicht ins Detail, bitte. Okay. Ja, die machen das natürlich nur irgendwie wegen dem Geld, ist klar. Also, sie müssen es jetzt scheinbar machen. Okay. Someone accepted without reading the entire job description. Oh. Die wussten nicht, worauf sie sich in der Gänze bei diesem Job hier einlassen, oder was? Macht er sich über uns lustig so ein bisschen? Ich weiß nicht. Wo sind meine Manieren? Ich habe mich selber noch nicht vorgestellt. Ich bin Joseph. Joseph Verman. Stimmt, das war der aus dem... Das stimmt, das ist alles ein Universum. Verman, da war der aus diesem Krankenhausspiel, ne? Oh. Okay. Digga, ich weiß gar nicht, wo der immer hinlatscht, Mann. Oder sollte ich hier vorne am besten erstmal weitermachen? Ich weiß auch nicht. Oh, der ist blau. Der ist blau. Komm. Ich hab's gesehen, wie sie geturnt sind. Junge. An irgendeinem Punkt wird's uns nicht auffallen. Mit Sicherheit. Ich finde das irgendwie spannend. Es müsste nur noch ein kleines bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Meiner bescheidenen Meinung nach. Sodass man... Ugh. Ja, ich weiß auch nicht. Was man noch machen könnte. Okay, ich glaube... Hier könnten wir diesmal alles einsammeln. Wie sieht's denn aus? What up? Room status? That's it? Okay, nice. Hier ist fertig. Vielleicht erhöht sich die Frequenz ganz automatisch, je mehr wir einsammeln. So, Badezimmer. Diese Handtücher bestimmt. Irgendwas in den Schubladen. Scary. Okay, ich muss hier mal drauf achten. Ach, hier sind auch Boxen. Aber warum sind hier Boxen? Room status. All the towels. Boxes. Ah, ich muss... Okay, ich muss die Boxen mitnehmen. Oh mein Gott. Okay, das ist dämlich. Schade. Junge, wie groß ist die Bude? What? Ich kann hier die Kerzen nicht gut sehen. Da ist eine. Okay, ja, hier wahrscheinlich auch die Boxen bloß. Oh, da müssen wir mit leeren Händen mal hier nochmal hinterschreiten. Ich verstehe. Und ansonsten? Ich weiß nicht. Können wir, glaube ich, erstmal zurückgehen? Oder hier den Gang entlang. Oh, wenn die jetzt blau werden, ist nicht gut. Oh, shit. Oh, mein Gott. Wie viele Räume sind das hier? Meine Güte. Hier stehen auch überall noch Boxen. Okay, Kerzen im Blick behalten, Seth. Kerzen im Blick behalten. Oh, der Keller. Hier sind noch Boxen. Oh. Er kommt. Checkt halt nie die Verstecke, wo die in jedem Raum sind. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Was ist das denn? Was? Oh, for real jetzt? Oh, nee. Satan ist da bestimmt aber echt böse drüber. Just saying. Oh, Mann. Er hat seinen kleinen Spielplatz kaputt. Oh. Der war gerade dabei, was Außergewöhnliches zu beschwören.
mir ein paar Abos vielleicht. Oh, da darf ich den lassen? Okay. So, wir haben noch ein bisschen Platz, glaube ich. Wir grasen erstmal alles ab, was nicht nagelfest ist. Oh Gott, Alter. Das schreckt mich jedes Mal, Mann. Bitte werd jetzt nicht blau. Thank this meal is prepared in this room. Ah, hier war das Esszimmer. Okay. Ah, er gibt uns ein bisschen Story. Hier ist der Vater, ja? Der ist ja schon böse und will irgendwie die ganze Stadt unter die Kontrolle bringen. Da muss der Vater noch schlimmer sein. Oder wir wissen zumindest, wie er so geworden ist. Okay. Die Asche. Die Asche ist nicht. Da im Ofen ist nicht von Holz. Okay. Gut. Dankeschön. Ha! Oh Gott! Fuck me! Naomi! Du hast zuweilen eine durchaus erschreckende Präsenz. Was zum Teufel, Alter? What? Check Room Status. Take all the boxes out. Oh Mann, es gibt so viele Boxen. Da muss ich immer hin und her rennen. Das ist ja voll nervig, ey. Och Mann. Gibt's nicht irgendwie einen coolen Raum? Hier ist noch eine Box. Oh, da muss ich so oft hin und her. Damn. Das ist, die Mansion ist in unserer Familie seit Generationen. Nachdem mein Vater sein Ende erreicht hat, ist alles an mich gegangen. Ich habe mein Bestes getan, um die vergangenen Sünden meiner Familie auszubaden, aber... Ja, ja, das sehe ich, das sehe ich. Das werden wir auch noch in anderen Spielen sehen, wie du was ausbadest, Alter. Alles klar. Gut. Bla, 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 bla. Ist ja okay. Der hat hier scheinbar irgendeinen Dämon beschworen und oder ist selber zu einem geworden, nachdem er das Haus dafür genutzt hat und Leute dem zum Opfer fielen. Ich glaube, so weit, so gut. Da geht's nochmal hoch. Hier war dieses Bad. Ich will mal hier sein. Sehen wir, wie der aussieht? Guck dir in den Spiegel, bitte. Weil man sieht ja immer den Raum, wenn er kommt, oder? Das würde mich jetzt auf jeden Fall noch jucken. Komm schon. Wer blau? Tu es. Ich weiß, dass du es willst. Ich bleib jetzt mal ganz kurz hier. Ich will das sehen. Oh, ja. Yeah. Perfekt. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Es könnte interessant werden. Dreh ich nach rechts. Nein, rechts! Okay, der war creepy. Okay, der war gruselig. Nice, es hat geklappt. Oh, hier ist ein riesiges Esszimmer. Nein, wir müssen wahrscheinlich die ganzen Teller und Besteck da mitnehmen, oder? Oh mein Gott. Okay, alles klar. Ja, ich weiß. Sorry, dass ich den ein bisschen ignoriere. Aber... Oh no, das ist ja ätzend. Ist das ätzend? Oh Gott. Naomi, schwing dein monströses Hinterteil bitte und schnapp dir eine Kiste. Uff. Wir kommen hier nie wieder raus, ne? Wo ist hier die Tür? Da ist die Tür. Okay. Ich weiß gar nicht, wie knapp das am Ende des Tages bemessen ist. Diese Zeit zwischen... Es leuchtet blau und man muss sich versteckt haben, bevor er einen erwischt. Aber ich glaube... Also, da es jetzt nicht schwer anmutet bislang... Okay, er kann nichts mehr tragen. Oder sie. Jetzt muss man einen Weg nach draußen finden. Oh, ich hoffe, der kommt. Oh, ach, das ist hier gleich gegenüber. Ach, lol. Wieso bin ich denn da nicht hingegangen? Was passiert denn eigentlich, wenn der uns sieht? I don't know. Das können wir vielleicht nachher mal probieren. Wait. Was ist denn mit der Box? Lol. Oh. Wir können nicht raus? Doch. Was ist denn jetzt los, ey? Joseph, hör doch mal auf zu nerven, Mann. Es wird ziemlich spät. Ich sollte euch über Cornelius Bescheid sagen. Wait, es gibt noch einen Gegner. Einer meines Vaters Diener. Okay, was macht der denn? General Monitor Blizzard. Okay, der ist in Blizzard geraten. Ja, so, der Vater hat den losgeschickt, um die Zeitung aus der Stadt zu besorgen, weil die nicht geliefert werden konnte. Oh nein.
Der ist nicht zurückgekehrt. Irgendetwas erscheint draußen jede Nacht am Tor. Irgendetwas, was mal Cornelius war. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist in dem Blizzard, aber ich weiß, was er will. Wenn du rausgehst, dann solltest du dich nicht zu lange draußen aufhalten. Ansonsten triffst du ihn von Angesicht zu Angesicht. Ich will gar nichts mit seinem Gesicht zu tun haben. To be honest. Das erklärt auch... Oh, ich muss da rein. Was ist, wenn die sich draußen am Tor begegnen? Liefern die sich einen Boxkampf oder so? Das wäre interessant. Das wird leider nicht passieren. Die haben hier keine Türen in diesem ganzen Haus und die haben dieses Detail erklärt. Ich finde es so smart, wie damit so Kleinigkeiten irgendwie umgeht. So Fragen, die man hat, während man das spielt. Okay. Ich habe diesen kompletten Raum hier abgefrühstückt. Cornelius könnte jetzt da sein. Also, was ist denn zu lange draußen aufhalten? Okay, diese Boxen sind nicht voll. Ich habe noch zwei. Okay, ich glaube, das war kurz genug, richtig? Mal hier noch irgendwas anderes einsammeln? Ich glaube, dieser Raum ist ready. Ich bin mir ein bisschen unsicher über diesen Typen da am Tor. Ich mache mir irgendwie ein bisschen Sorge. Kann ich doch hier schon mal Boxen mitnehmen, right? Ich kann aber nur zwei tragen. Ja, schade eigentlich. Boah, das wird ein Abenteuer. Ich muss das auch in dieser Nacht schaffen. Weil sonst werden wir nicht bezahlt. Ich glaube, das Ding hat ein Zeitlimit. Ein radikales. Ist okay. Halt's Maul jetzt. Das Blöde ist, wenn ich die zwei Boxen nicht voll kriege, dann können wir immer bloß zwei nehmen. Das ist doch dämlich. Wenn die jetzt blau. Oh. Das ist also die perfekte Zeit, ne? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Ich frag mich, also wie kann man denn von dem erwischt werden, wenn man echt so blind hier, oder wenn man diesen langen Gänge langläuft und nicht schnell genug einen Raum findet oder die entsprechende Tür, aber an sich, wenn man ein kleines bisschen vorsichtig ist, ist das doch echt eigentlich kein Ding. Ich habe noch eine Sache, die ich euch zum Schluss sagen soll. Okay, ich wollte das eigentlich für mich behalten, aber nur für eure Sicherheit. Ich muss euch von Agatha erzählen. Okay. Wie Cornelius war sie hier angestellt und sie war außerordentlich. Während ihrer Zeit hier sind wir uns näher gekommen. Ziemlich nah. Okay, ich weiß, wir wussten, welche Auswirkungen das auf unsere Familie hat und diesen sozialen Status und so weiter. Ich habe sie gefragt, trotzdem, ob sie mich heiratet. Alles klar. Und dann, was ist mit ihr passiert? Jetzt nicht die Ofengeschichte, bitte, oder? Okay, in der Nacht, wo wir hier entkommen wollten von diesem schrecklichen Ort, hat das Vater rausgefunden. Und ich habe ihn gefragt immer wieder, wo sie ist und was er getan hat. Und ich wünschte, er hätte es nicht. Unter den Dielen, wo sie hingehört. Oh Gott, Alter. Er hat einfach Frühstück gegessen, als wäre nichts geschehen am nächsten Tag. Agatha hat das nicht verdient. Sie wird wahrscheinlich bald aufwachen. Wenn du Kerzen siehst, die plötzlich ausgehen, dann weißt du, dass du in demselben Zimmer bist wie sie. Ich versuche mit ihr zu reden, aber sie antwortet nie. Sie erinnert sich nicht an mich. Sie erkennt mich nicht mehr. She runs away if I look at her. Wir müssen aus dem Raum raus, wenn die Kerzen ausgehen. Richtig? Alter, okay. Okay, das finde ich eine sehr, sehr clevere Idee. Das hat den Gruselfaktor gerade auch nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Was mich ziemlich... Oder sollen wir uns dann auch verstecken? Ich weiß es nicht. Kerzen, die plötzlich ausgehen. Ist das so eindeutig? Oh, hier rein, schnell! Junge! Mich kotzt es so an, dass wir bloß zwei Boxen haben, die wir mitnehmen können. Weil wir die anderen beiden noch nicht voll haben. Das ist übelst nervig. Ich kann die nicht... Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Kann ich die da wieder hinstellen? Oh, die haben... Warte mal. Die haben das ja gesagt, richtig? Dass ich das machen kann.
Moment mal, kann man die da hin platzieren? Katzen sind aus. Und jetzt? I don't know, Alter. Haben wir es verkackt? Oh shit. Oh Gott! Ich muss sie anstarren. Ich verstehe. Ach so, die kann man wieder hinstellen. Okay, nice. Okay, wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen die anstarren. Oh, Alter, okay, das ist creepy. Agatha ist ein Fuchs. Oh. Gut, jetzt nimmt's Fahrt auf. Das muss ich ja mal sagen. I like. Okay, wir müssen sie suchen. Das ist das, was er uns... Ich meine, er hat's uns prinzipiell gesagt. Aber ich konnte daraus nicht ableiten, dass wir das Gleiche machen müssen, weil die haben ja eine Vorgeschichte, you know. So. Ich gehe erstmal hier lang. Ich weiß, im Keller sind noch ordentlich Boxen, aber... Hier ist abgefrühstückt. Hier ist noch eine Box. Okay, wir müssen das auch die Nacht schaffen. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Noch irgendeine Box? Wait, hier hinten bestimmt was versteckt. Nee, ist es nicht. Okay. Nächstes Zimmer geht nicht. Wir müssen zurück. Uns darauf vorbereiten, dass die Lampen gleich wieder blau werden. Also die... Oh. Die Katzen sind doch aus. Oh Gott, da ist sie. Ey, wenn die beide auf einmal kommen, ist das eine blöde Nummer, ne? Der sieht die auch nicht. Hilfe. Okay, sie ist weg. Zählt das als Anstarren? Boah, Junge. Das ist schon nicht schlecht hier alles. Gott, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Junge Lady. Wo jetzt denn hin? Ich muss die schnell finden. Ist die Lichter aus? Wo ist sie? Da ist sie. Oh, Alter. Junge, wenn ich sie jetzt nicht gefunden hätte, das hätte brenzlig ausgehen können. Puh. Das verliert so ein bisschen langsam die Übersicht, welche Räume wir schon abgefrühstückt haben. Das ist ein bisschen knifflig. Oh, blau. Egal. Puh. Junge, das macht mich mega nervös, ey. Muss man einfach sagen. Aber cooles Spiel, cool gemacht. Es macht schon Spaß. Es ist halt nur ein bisschen... Ja, die ganzen Räume ablaufen, die Sachen suchen, ist jetzt nicht super unterhaltsam auf Dauer. Find ich persönlich halt. Und die Gegner sind auch relativ... einfach so zu handeln. Da ist jetzt nicht irgendwie eine mega große Herausforderung. So, wie sieht's denn hinten aus? Okay, hier ist noch eine Box, die kann ich aber nicht nehmen, weil ich schon 4 hab. Aber so allmählich nähern wir uns dem Ende, ja. Den Keller noch, hier noch eine und dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Oh, wo ist sie? Da ist sie. Hey! Boah! Ich habe Angst, dass sie mich anfällt, aber das macht sie nicht. Aber die ist halt einfach nur sad. Okay, das müsste der Keller sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir noch erledigen müssen. Wo war denn der jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Da vorne um die Ecke? Oh, wenn es jetzt blau wird, ne? Können wir Kerzen sehen, bitte? Dankeschön. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bitte nicht blau, bitte nicht blau. Ich bin außen rum gegangen, ist egal. Okay. Hier ist noch eine Kiste. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich schätze, das war's. Erledigt. Macht ihr schon Schluss? Ja, wir sind fertig. Dankeschön. Aber, ihr Haus ist mega gruselig. Okay, ja, es ist eine ziemlich erdrückende Atmosphäre, ich weiß schon. Okay.
Es ist Zeit für mich, auch für mich weiterzumachen. Alles klar, was würde wohl der neue Besitzer sagen, wenn ihn ständig ein Fuchs aus der Ecke anstarrt, Alter? Okay. Ja, der hat uns seine ganze tragische Lebensgeschichte erzählt und so weiter. Aber where do you think you're going? Oh, scheiße. Daddy? Oh Gott, das ist übelst gruselig, Alter, Jeremiah. Du gehst nirgendwo hin, mein Junge. Weißt du was, Vater? Nein, ich bin fertig mit dir. Die machen kleine Runde Daumen-Wrestling, Alter. Oder Schnick-Schnack-Schnuck oder so. Mein ganzes Leben hat sich um dich gedreht. Oh, er ist ein selbstbewusstes Individuum, der sich separiert von seiner Familie. Ein Emanzipator. Sehr schön. Ich mach das nicht mit hier, Dämonenbeschwörung und Satan und so. Okay. Oh mein Gott. Erinnerst du dich an mich? Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du so einen großen Mund? Damit ich dich besser fressen kann. I give you the silent treatment? Weil die beleidigt war? Junge, wenn du nicht rote Haare hättest, ey, ich hätte dich verurteilt für dein Verhalten. Die hatten beide rote Haare, by the way. Lol. Oder alle drei am besten. Nein. Yikes. What? Cornelius, hast du das gesehen? Du entschuldigst dich jetzt bei dem, ja? Dem ist kalt, der hat gefroren vielleicht. Beim nächsten Mal schickst du den mit Schal raus. Das ist deine Schuld. Uff. Ich weiß ja nicht. Leidet etwas an Realitätsverlust, der Gute. Und an Augenverlust, aber das ist eine andere Frage. Du wirst dafür bezahlen. Nein, sie werden für mich bezahlen. Ah, jetzt rächt sich Cornelius, lol. Hier ist die Zeitung, die sie wollen. Ist das dumm? Ist das dämlich, Alter? Möchten sie die Wettervorhersage hören? Cornelius ist ein geiler Typ. Ist eine Hitzewelle, die kommt. Lol. What? Nein, meine Legacy. Ich muss sie schützen. Ey, ich liebe den Entwickler. Das ist so geil. Das ist übelst cool. Cornelius. Ja, jedenfalls. Er hat noch eine Krawatte an. Ja, man muss ihm lassen. Der Swag, der wird auch im Tod nicht aufgegeben. Ja, ich gehe am besten auch. Passt auf euch auf. Gut. Gut, jetzt wo die Mansion von diesen Spooks befreit ist, dann kann man hier auch in Ruhe einziehen und die Türen, vor allem die Türen wieder anbringen oder so. Oder ist der neue Besitzer der mit der Bronzeallergie? Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt will ich aber noch wissen, eigentlich was passiert, wenn der Vater uns kriegt. Also das muss ich jetzt noch machen, weil das ist ja voll unbefriedigend. Also die waren ja eigentlich so gut wie gar keine Bedrohung, aber... Es muss auch nicht immer so sein. Wisst ihr? Es kann auch so dieses Bedrücktheitsgefühl. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe einen Stern. Wait. Ich muss nochmal testen. Oh, die Kerzen werden blau. Jetzt werden wir mal hier stehen. Wie viel Zeit haben wir denn? Wenn wir das einfach ignorieren. So, just saying. Oh, man hat's schon eine Weile. Okay, der braucht ein bisschen. Der braucht echt eine ganze Weile. Holy shit. Was ist denn mit ihm? Wait a second. Daddy? Dadderson? Oh, das war mit Sicherheit 30 Sekunden, oder? Kommt von da. Pff. Okay. Schade. Wie kann man denn da sterben? Faced with no other acceptable alternatives, the Midnight Maids returned to the place brimming with bad omens. What? Hä? Okay. What the fuck?
Ja, ich hab's halt nicht geschafft, die Spirits zu verbannen. Und für unsere Karriere war's das dann im Endeffekt auch, weil für uns war's das, ne? Na gut, unspektakulär. Ich will jetzt nicht nochmal übelst lange spielen, um die anderen zu sehen. Da wird wahrscheinlich auch nicht wesentlich mehr geschehen. Aufregendes, aber das war sehr interessant. Das war zuweilen ziemlich gruselig. Auch wenn man dann schnell checkt, dass man nicht so viel Angst haben muss vor dem, was da geschieht. Ich finde es fun, was für Games der Entwickler macht. Das ist nicht so erwartbar. Das ist immer irgendwie witzig, ist immer irgendwie weird. Und mir gefällt das sehr. Das hat was extrem Eigenständiges. Und dafür kann man an dieser Stelle auf jeden Fall noch Props geben. Liebe Leute, Props an euch fürs Dabeisein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.